Hallo und willkommen zurück. Nach der Verschanzentournee ist quasi vor der Skiflug-WM und wir sind jetzt in Vikersund und ich habe natürlich die 100% Einstellung, Wachseinstellung gelassen fürs Skifliegen. Macht das, denke ich mal, auch Sinn. Franz Kolbinger mal wieder mit der großen Kolbinger-Familie, die sich komplett über Europa verstreut hat. Also mit der Verschanzentournee war ich sehr, sehr zufrieden. Da sind wir ja nur ganz knapp am Podium vorbeigesprungen. Platz 4, oh, der war also relativ kurz, da... Wie gesagt, für ihn sollte man vielleicht noch so ein paar Slalomstangen einbauen, dass er in der Abfahrt wenigstens was zu tun hat. So, Noriaki Kasai, 100% Wachseinstellung. Mal schauen, wie weit wir beim Skifliegen kommen. Relativ starker Aufwind, was nicht unbedingt für uns gemacht ist. Für mich jetzt auch wieder der erste Sprung. Mal schauen, wie es läuft. Gerade Radsportmanager endlich mal wieder aufgenommen. Wir müssen uns qualifizieren, also ich darf nicht allzu sehr vermasseln. Ja, doch, der war gut. Der war gut, ich muss mich nur ein bisschen anders hinsetzen, ansonsten vermassel ich die Landung wieder. 151 Meter ist natürlich nichts, woran man Jahre später noch nachdenkt, aber worüber man Jahre später noch nachdenkt. Noriaki, ich will ein Kind von dir, der Mann ist zu alt, der ist doch schon, der kriegt doch schon, der braucht doch schon Tabletten, kleine blaue Tabletten. Nein, braucht er wahrscheinlich nicht. So, wie gesagt, gerade Radsportmanager aufgenommen, eine Folge, wo ich mal wieder leicht aggressiv war, ich bin auch jetzt wieder aggressiv. Also beste Voraussetzung für ein Spiel, was mich tierisch entspannt. Hoppala. Da war etwas kürzer. Hab dann gedacht, bevor ich gleich aufs Fressbrett fliege, weil ich die blaue Linie überfliegen möchte, dann lassen wir das mal. Also wie gesagt, ein bisschen Wut im Ranzen, aber nicht wegen irgendwas hier, was mit dem Kanal zu tun hat, sondern ganz, ganz andere Dinge. Macht mich momentan so ein bisschen aggressiv. So, Stefan Kraft nur auf Platz 4. Peter Breuz, unser Mann. Wie gesagt, leider ganz knapp Vierter geworden. Bei der Tournee. Da war eigentlich mehr drin. Aber beim letzten Springen sind wir dann doch ein bisschen die Nerven mit durchgegangen. Das war ein sehr guter Sprung. Da können wir, denke ich mal, in der Qualifikation weit vorne landen. Ob es jetzt hier um den Sieg in Vikersund geht, ich wage es mal zu bezweifeln. Ich denke mal, gerade Sven Hannawald, der ja wirklich dominiert hat bei der Verschanzentournee, der wird uns hier keine Chance lassen. Ein bisschen knapp hinter Noriaki Kasai. 2 Punkte. Die Konkurrenz ist hier leicht stärker, aber wir sind auf Platz 6 und 7. Stefan Kraft auf 15. Und die Sprünge waren jetzt ja auch noch nicht tipptopp. Deswegen jetzt alles konzentrierter, kein Gequatsche mehr. Wir versuchen hier wie die Top 10 auf jeden Fall für Stefan Kraft klar zu machen. Ja, und das war ein sehr guter Sprung. Da waren die Bedingungen aber auch dann im Flug relativ gut. 162,5, Haltungsnoten von 18 bis 20, also so alles drin. 90,5, naja, da war Kasai eben mit 88 ja schon gar nicht mal so schlecht. Bei Stefan Kraft läuft es nicht so richtig. Weiß nicht, woran das jetzt lag. Start des Landemanövers, was aber nie so viel ausmacht. Balance im Flug war nicht perfekt, okay. Müssen wir so hinnehmen. Na, ja, Markus Holzer, warte, Martin Höllwart stand in den Kommentaren. Natürlich, ich hatte irgendwie Stefan Horngacher, aber klar, das ist Martin Höllwart. So, Janne Ahun springt jetzt in Führung, Björn Einer Rumören geht vorbei. Jetzt ist es dann auch vorbei mit der Herrlichkeit von Stefan Kraft. Ich weiß nicht, wie gesagt, woran es liegt, aber Peter Preutz kommt jetzt, unser Mann. Vielleicht liegt es daran, dass wir ihn auch relativ groß gemacht haben. Er ist ja 1,82, glaube ich. Stefan Kraft nur 1,68 Meter. So, die blaue Linie war utopisch. Das hat man, denke ich mal, schon gesehen. Der Flug war trotzdem gut. 168,5, 99,2 Punkte. Daran sieht man mal, wie viel wir da mit Stefan Kraft tatsächlich verloren haben. An die 100 Punkte immerhin. Damit springen wir auf Platz 4. Die Top 10 sind damit nach dem ersten Durchgang schon mal fix. Aber wir werden hier nicht um den Sieg mitspringen. Auch nicht mit 100% Wachsmischung. Dafür sind wir einfach bei Aufwind auch nicht gut genug.
Weil wir bewegen uns so im Punktebereich 50, 60 bei den Werten. Da wird es ganz schwierig. Ja. Mal gespannt, wie weit war der? 169,5. Nochmal ein bisschen weiter, aber quasi dieselbe Punktzahl. Da war auch die Balance im Flug sehr, wechselhafte Bedingungen im Flug. Man ist natürlich beim Skifliegen auch länger unterwegs. Man hat also mehr Zeit, auch wechselnden Wind zu bekommen. Deswegen, aber Balance im Flug war aber gut. Da kann ich mit leben. Na, da sind wir auf Platz 6 und 7 sogar. Sven Hannawald ist hier nicht so stark. Aber Stefan Kraft nur auf Platz 13. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir im zweiten Durchgang mehr machen. So, Hideo Miyagi, 187,8 sollte eigentlich kein Thema sein. Bedeutet für uns 97 Punkte. Sich eigentlich ziemlich gut angefühlt. 177 Meter, 108,9 Punkte. Ich weiß nicht, was die blaue Linie da jetzt schon wieder war. Wahrscheinlich wie die Ghost-Linie bei Mario Kart früher. Habe ich immer gehasst, wenn der Ghost vor einem weggefahren ist. Das hat mich immer so kirre gemacht. Beim Zeitfahren bei Super Mario Kart. So, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Sprung. Da muss die Konkurrenz erstmal rankommen. Sven Hannawald macht das. Aber das sind die Top 10 für Stefan Kraft. Immerhin. Das haben wir geschafft. Hier, wenn wir jetzt mit Peter Preutz ähnlich gut springen, dann kann es vielleicht noch Richtung Top 5 gehen. So, mal schnell runter. Der Wind dreht gerade nämlich zum Aufwind. Ja, die Landung war nicht gut, aber ansonsten war der nochmal weiter. Also ein sehr schöner Sprung. 179 Meter, trotzdem gute Haltungsnoten, 110,3 Punkte. Sehr gut. Also die Sprünge sind recht gelungen, würde ich mal sagen. Ein bisschen Korrekturen in der Luft gehabt. Das werden wir ganz kurz mal Balance im Flug. Genau, da sieht man es, 93,6. Da musste ich ein paar Mal hin und her ruckeln. Aber war jetzt auch nicht so immens. Aber das müsste die Führung sein. Jetzt kommt Noriaki. Ich würde sagen, dass ein ähnlicher Sprung jetzt drin ist. Na, der Wind, glaube ich, dreht jetzt gerade wieder zur Seite. Also wir haben jetzt vielleicht nicht den optimalen Wind wie eben. Ach nee, und auch leicht verdreht. Da sehen wir auch der Wind, die Skier schlagen mehr hin und her. Nee. Da war er jetzt nicht unbedingt bevorteilt, 170,5 nur. Er lässt sich trotzdem feiern. Nee. Entschuldigung, wenn es jetzt gerade sehr laut war. Aber das stand von vornherein unter einem schlechten Stern. Ansonsten war der Sprung nämlich okay. Die 89% sind natürlich dadurch zu erklären. Man sieht jetzt gleich, wie die Skier hin und her schlagen. Das hatten wir bei Preutz eigentlich gar nicht. Ist dann auch nur Platz 4 für Kasai. Mal schauen. Ja, springen jetzt alle weiter. Okay. Nee. Matti Hautamäki noch schlechter. Peter Preutz aber dann immerhin noch in die Top 5. Im zweiten Durchgang haben wir auch einiges verloren. Bedeutet für den Gesamtweltcup, dass wir 13., 14., 16. Noriaki Kasai immer noch ein bisschen hinten dran. Und für die Skiflug-WM ist natürlich dann quasi, haben wir alle drei aber schon mal in die Top 10 platziert. Und es gibt jetzt ja noch ein Skifliegen in Planica. Das nehmen wir jetzt auch noch, in Planica? In Vikersund? In Vikersund. Ja, in Vikersund, Entschuldigung. Das nehmen wir jetzt natürlich auch noch mit. Und wachsen wieder die 100% rein. Finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich mache jetzt sowieso nur diese eine Folge und werde dann wahrscheinlich auch erst aufnehmen, wenn die Kommentare da sind. Ihr könnt ja mal sagen, ob das mit den 100% blöd ist oder besser. Weil ich finde, wir springen so ja trotzdem nicht immer um den Sieg mit, aber mit einem richtig guten Sprung können wir eben wirklich aufs Podest springen. Es hängt immer sehr von der Konkurrenz ab. Aber so macht es mir eigentlich sehr viel Spaß. Gerade bei der Vierschanzentournee, wo man dann als 100%iger Außenseiter rangeht und um jeden Meter kämpfen muss. Schanzenrekord ist eher utopisch, würde ich mal sagen. Die 200 Meter hier zu erreichen ist generell nicht so leicht. So, Christoph Narker. Oh, stimmt, wir müssen uns ja qualifizieren. So, Windbedingungen konstant, Aufwind. Jetzt geht es eher zum Seitenwind, aber der Wind, ja, ist nicht so dramatisch.
Ja, da sind wir mal ein wenig über die blaue Linie geflogen. 154 Meter, auch 3 Meter weiter als eben mit dem ersten Sprung. 81,3 Punkte. Ich würde sagen, das reicht für die Qualifikation. Wie gesagt, Punkte werden auch mitgenommen. Muss man natürlich vorsichtig sein. Ui, Andi Goldberger hat richtig einen rausgehauen. Jo, wir nehmen die Quali mit. Das machen wir ja inzwischen immer. Deswegen auch mehr Sprünge in der Aufnahme. Allerdings halt immer aus Luke 2 dann 3 mehr. Das bedeutet, da ist die Weite jetzt nicht so immens. Absprung treffe ich hier ziemlich gut. Allerdings war der verdreht. Deswegen wird er kürzer werden. Uppala. Ja, ja, alles unter Kontrolle. Der wird kürzer werden. Der war auch ein bisschen kürzer. Aber er hat alles versucht. Er wollte auf jeden Fall mit dem Gesicht zuerst durchs Ziel. War nur Quali-Durchgang. Alles halb so wild. Und es war nur Stefan Kraft. Hohoho. Ist eh schlecht drauf momentan. So, das war auf jeden Fall richtig gut. Blaue Linie nochmal überflogen. Müsste nochmal weiter sein. 56,5, 83,3. Da kann man zufrieden mit sein. Stefan Kraft hat, glaube ich, die halbe Punktzahl geholt und er ist auch, glaube ich, jetzt nur noch halb so groß. Mohaha. So, die Führung. Michael Uhrmann schafft es nicht. Generell ein sehr guter Sprung auf Platz 2 und 5. Mal schauen. Na, damit wäre er letzter geworden. Aber er startet damit jetzt als erstes und kann gleich zeigen, dass man auch mit einem gebrochenen Arm noch gut Skispringen kann. Jetzt allerdings gerade böser Seitenwind. Okay, mal schauen, ob das was wird. Oh, etwas früh. Ja, der war ein... Entschuldigung. Balance im Flug ist, glaube ich, das Problem gewesen. 89,5 Punkte lässt sich aber ganz gut an. Eben hatten wir 83. Naja, Balance im Flug, jo, 90% knapp. Das war nicht so gut, aber die Konkurrenz tut sich schwer, tut sich sehr schwer. Top 10 auf jeden Fall. Jetzt geht es langsam zurück, aber Top 10 für Stefan Kraft nach dem Sturz hat er gut verkraftet. Keine psychischen Probleme. So, jetzt glaube ich der Wind gerade ganz gut. Auf geht's, Noriaki, komm. Da sind wir ein bisschen runtergesackt. Ich dachte erst, wir schaffen das über die blaue Linie. 165,5, gute Haltungsnote, 94,1. Also nochmal besser. Die 20 vom Schweden. Das reicht zu Platz 3. Okay, Andi Goldberger springt. Na, was? Ich dachte Andi Goldberger. Falsch geschaut. So, Noriaki auf 5, Peter Breutz auf Platz 2 nach der Quali, 105,9. Ich würde mal sagen, die 96 Punkte sind vielleicht sogar drin. Wenn der Wind jetzt nicht gerade ungünstig dreht. Nee, er dreht gerade zum Aufwind. Komm, ab geht's. Ja, Absprung. Nee. Nee. Den aber nicht gut getroffen. 160,5. 88,6. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Scheiße. Die Haltungsnoten waren zum Glück gut, aber der Sprung war einfach zu kurz. Aber den guten Eindruck aus der Quali nicht unbedingt bestätigen können. Abstände zum dritten sind noch machbar. Für Noriaki Kasai zumindest. Für Peter Preutz eher schwierig. Mal schauen, ob da jetzt einer richtig einen raushaut. Nicht so wirklich. Benjamin Lager... Warte, wer war das? Ach, das hatten wir schon mal in den Kommentaren. Das ist aber bestimmt schon 3-4 Monate her. Das ist dieser große, der sehr große Österreicher. Ach, ich komme jetzt nicht drauf.
Lang, aber sehr scheppende Luft, hatte ich das Gefühl. 177 Meter war auch nicht optimal. 107,4 Punkte. Nee, das war jetzt auch nicht optimal. Da war mehr drin. Die 180 waren drin. Ein bisschen verkrampft dann eben auch mit der Hand. Aber Balance im Flug. 92% immerhin. Landeanflug war nicht perfekt. Knapp die Führung. Wer war Benjamin Lager? Es war dieser ganz große Österreicher. Nicht Löffler. Löffler war ein Deutscher. Mechler, auch ein Deutscher. Ach, ich weiß es nicht mehr. Okay, gerade böser Seitenwind. Der sieht aber gut aus. Komm schon. Zieh, zieh, zieh. Landung war nicht gut. 180 Meter, da haben wir nämlich auch die 180. Aber die Haltungsnoten sind Mist. Also der K-Punkt ist hier drin. Aber mal schauen, vielleicht haut Noriaki ja dann einen guten raus. Reicht auch für die Führung, mal schauen. Martin Höllwart springt ja um 209 Punkte. Na, das ist natürlich für uns dann schon wieder fast zu viel. Seitenwind. Nee, keine Chance. Kasai, wieder keine Chance. Hat man gesehen, wie die Kamera zur Seite gewechselt ist. Da hatte Stefan Kraft deutlich bessere Verhältnisse. 109 Punkte für Kasai. Damit wird er, glaube ich, seinen Platz, eine Position verlieren. Zum ersten Durchgang hin. Ich glaube nicht, dass die Konkurrenz... Eieiei, Hideo Miyagi lässt er immerhin hinter sich seinen japanischen Kollegen und dann reicht es doch nur zu Platz 6, 8 und 9. Ein bisschen schade. Sven Hannawald führt weiterhin deutlich. Noriaki Kasai knabbert weiter an Platz 15. Peter Breutz auf Platz 12 vorgekommen. Bald auf der ersten Seite. Wir sehen jetzt bei der Skiflug-WM auf 4, 5 und 7. Das wird also noch spannend sein bis zum Ende der Saison. Yeah, 3000 Euro in die Tasche. So, 175.000 haben wir. Bald können wir uns auch mal Sachen kaufen. Vielleicht zum Ende der Saison, dass wir vielleicht doch mal einen Sieg holen oder sowas. Und falls wir die Springer nochmal nehmen für nächstes Jahr. Also, was heißt nächstes Jahr? Für dieses Ende diesen Jahres. Da werden wir dann Skispringen wieder ausgraben. Ich würde sagen, so, ich weiß gar nicht, wann die Saison losgeht. Oktober, November werden wir Skispringen auf jeden Fall wieder machen. Nur nach dieser Saison ist Schluss. Das ist definitiv. Weil im Sommer möchte ich kein Skispringen machen. Auch Biathlon ist dann Feierabend. Wir machen die Saison noch so weit, wie ich es ertragen kann. Und dann ist da auch Feierabend. Dann machen wir ein paar andere Projekte. Ui, Nachtspringen in Zakopane. Schön. Windstill. Bislang, glaube ich, kommen wir ganz gut durch die Folge durch. Also ich fand die Sprünge jetzt nicht verkehrt, muss ich sagen. Und gerade entspannt mich Skispringen tatsächlich. Ein ganz anderer Schanzentisch jetzt wieder. Man muss nicht mehr so schnell reagieren. Muss ich mich jetzt erst umgewöhnen, deswegen machen wir wieder alle drei Sprünge. Weil auf einer Skiflugschanze kommst du natürlich mit mehr Geschwindigkeit dorthin und hast weniger Zeit zu reagieren. Ist eigentlich auch ganz cool gemacht hier im Spiel. 75,8 Punkte, keine Ahnung, was die Führungsweite... Ja, ja, es war die Führungsweite. Wusste ich. Ach, der polnische Sternenhimmel. Mal schauen, ob Stefan Kraft hier verglüht. Ach, Tom Bartels, alter Schwede. Das war ein absoluter Tom Bartels. Wie eine Sternschnuppe am Himmel. Ragte er empor. Und landete sogar. 100 Meter, das war ein richtig guter Sprung. 82,5, schade, dass nur die Quali war. So, hier ist bestimmt Adam Morlisch relativ stark. Wir können uns ihn ja mal vielleicht anschauen. Jetzt kommt erstmal Peter Preftsch. Ja, der Wind spielt aber nicht so richtig die Rolle, auch wenn das da jetzt ein bisschen stärker aussieht. Man merkt das eigentlich gar nicht beim Sprung.
Zumindest nicht so negativ. Positiv schon mal gar nicht. Wie gesagt, Schanzentisch ist ganz merkwürdig. Oh. Ja, wenn der Springer sich so schon nach vorne neigt und mit der Nase schon im Schnee quasi unterwegs ist, so wie Konstantin Wecker, dann sollte man landen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt. Yay, Platz 2. Er freut sich. Vollkommen zurecht. Haben wir alle drei Jungs vorne. Da springen jetzt allerdings die Besten uns wieder kaputt. Allerdings 3, 4 und 9. Finde ich nicht verkehrt. Werden wir allerdings wahrscheinlich wieder nicht durchretten können. Aber wir wissen dann immerhin schon mal, wie weit es gehen muss. So, 86,4. Ja. Das ist schon mal eine Vorgabe. Wir hatten eben 83 Punkte mit einer Luke weniger Anlauf. Aber das ist durchaus machbar für uns. Jawohl, und wie das machbar ist. Ein bisschen schräg am Schanzentisch gewesen. Ah, das waren noch dicke 90 Punkte. 91,3. Sehr schön. Führung für Kasai, die Top 10 damit schon mal safe nach dem ersten Durchgang. Ja, super. So, Adam Morlisch. Na, aber immerhin. Jetzt haben wir noch unsere beiden Jungs, Noriaki Kasai auf Platz 3. Peter Preutz macht wieder mal die Nadal-Geste, die ja lange Jahre für Erfolg stand. So, aber da ist noch mehr drin. Das von Kasai war ja oben ein bisschen verwackelt. Ja, das auch. Ja, das mit der blauen Linie, das... Man möchte immer hinspringen. Der war, glaube ich, nicht ganz so stark. 104, 88,7. Bislang noch kein optimaler Sprung gelungen im ersten Durchgang. Da muss dann jetzt Stefan Kraft ran. Damit nämlich in Anführungszeichen nur Platz 5 für Peter Breutz. Stefan Kraft müht sich auf den Donnerbalken. So, mal schauen. Ja. War der beste unserer Sprünge, würde ich sagen. 105,5, 89,9. Die Haltungsnoten waren schlecht. Nee, war auch nicht der beste. Da war Kasai stärker. Hat sich aber eigentlich gut angefühlt. Weniger Korrekturen als bei den anderen. Zumindest heftige Schlenker waren nicht drin. Aber nun gut, Platz 5. Lilström springt auf 4. Und Primož Peterka springt noch auf Platz 3 vor. Damit wieder alle drei in den Top 10. Und jetzt müssen wir mit Peter Breutz mal angreifen. 192,2. Das sollte kein Problem sein. Eigentlich würde ich sogar sagen, dass wir uns da ein bisschen absetzen können. Also der war ja wohl perfekt. Wenn es da nicht die 20 gibt. Na, 18, also wirklich, 18,5, willst du mich verarschen? Keinerlei Korrekturen. Start des Landemanövers war vielleicht ein bisschen früh. Aber bitte. 110,7 Punkte. 7 Punkte Vorsprung haben wir uns leicht abgesetzt, aber ich glaube nicht, dass das so für den ganz großen Sprung nach vorne reicht. Aber er hat mir trotzdem gerade sehr gut gefallen, der Sprung. Vor allem, weil wir nach dem Absprung nicht irgendwie einen Dreher drin hatten. Da eine leichte Korrektur. War ein bisschen früh das Landemanöver wieder. Mit 13,5 Meter, auch deutlich kürzer. 105,8, 5 Punkte verliert er. Müsste aber für Platz 2 vorübergehend reichen. Jo, vor Martin Höllwart,
Und ich komme immer noch nicht auf den Springer. Doch, Florian Liegel. Yes, Florian Liegel. Und wehe, es steht jetzt in den Kommentaren, obwohl ich es am Ende der Folge gesagt habe. Dann heißt das, ihr guckt euch das nicht richtig an. Florian Liegel. Yes. Mein modriges Gehirn, wie Saraza sagen würde, mal ausgegraben. So, Peter Breutz. Von Adam Morlisch geschlagen, der allerdings nicht um den Sieg mitspringen kann. Würde ich mal sagen, 203 Punkte sind zu wenig. Das kann Noriaki Kasai schon schaffen, wenn er jetzt einen richtig guten Sprung macht. 115 Meter sollten es sein. Na. Na, da musst du hinten raus ein bisschen kämpfen. Das waren 116,5. 111,2 Punkte sogar. Die Haltungsnoten, schon wieder der Späte, der hat da was gegen uns. Voll Rassist, ey. Jeder ist heute ein Rassist, egal was er macht. So, eieiei. 0,7 Punkte. Primož Peterka springt auf Platz 3. Allerdings hinter Kasai, Hideo Miyagi, hinter alle. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal Anton Wildbach an, also Andy Witthölzel. Ja, da klopft auf Holz, der Witthölzel. Mal schauen. Podium ist fix. Mal schauen, wer hier gewinnt. In Zakopane. Absprung gut getroffen. Eigentlich gut ins V gekommen. Kaum Schräglage, kaum Korrektur. Aber er landet vor der blauen Linie. Ich weiß nicht, wie groß der Vorsprung war nach dem ersten Durchgang. Dann 17,5, 113 Punkte. Also uns hat er auf jeden Fall geschlagen. Und es reicht auch zum Sieg. Da hat er 10 Punkte Vorsprung. Adam Morlisch auf Platz 2. Primož Peterka auf 4, Preutz und Kraft auf 5 und 6. Kasai aufs Podium, das haben wir auch nicht so häufig geschafft bislang diese Saison. Sollte jetzt langsam auch mal in der Gesamtwertung hier nach vorne gehen. Da sehen wir auch, Kasai ist jetzt endlich mal vorqualifiziert, da müssen wir uns jetzt auch keine Gedanken mehr machen. Sven Hannawald führt den Gesamtweltcup an, haben wir sogar ein bisschen was gut gemacht in letzter Zeit, allerdings werden wir da nicht mehr ganz nach vorne kommen können. Ich finde, das war eine sehr erfolgreiche Folge und vor allem hat es meine Stimmung gehoben. Das ist schon mal sehr viel wert. 7.000 Euro bekommen wir und wir müssen davon ja nichts bezahlen, außer dem blöden Herrn Wachser hier, den Herrn Oblomov, der Trainer, der kostet ja nichts. Der macht das umsonst. So, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Stimmung heben, obwohl ihr nichts gemacht habt. Trotzdem Dankeschön, meine Stimmung hebt sich immer über viele Kommentare und so weiter. Auch über immer mehr Abonnenten, wo wir jetzt bei 157 schon sind. Dankeschön an jeden Einzelnen dafür, egal was auch immer ihr euch schaut, traut euch zu kommentieren. Daumen hoch und so weiter muss ich nicht sagen, wenn ihr was gefällt, das wisst ihr alles. Ich hasse das, wenn Leute das an jedem Video sagen und löscht einen Daumen da, Daumen oben da. Das wisst ihr, oder? Das brauche ich euch nicht sagen. Ist auch nicht so wichtig, Hauptsache ihr habt Spaß dran. Und alles andere, wie gesagt, über Kommentare freue ich mich viel mehr, wenn man da ein bisschen diskutiert. Und Florian Liegel ist mir noch eingefallen. Wie gesagt, ich kontrolliere das. Wenn auch nur einer in die Kommentare schreibt, du meinst wohl Florian Liegel, dann gibt's Esche, sag ich euch. Dann gibt's richtig Esche. Dann, ja, wisst, was ich mit Omis mache. Das mache ich dann auch mit Abonnenten. Also, bis zum nächsten Mal beim Skispringen. Dankeschön fürs Schauen und dann geht's weiter in Zakopane. Bis dann.